Steuern wir jetzt direkt in das Chaos hinein oder machen wir die ersten Schritte auf dem Weg in den Weltfrieden? Das ist die große Frage, denn beides wäre möglich. Und was der 23.03.23 damit zu tun hat, was die Astrologie uns sagt und was die Numerologie dazu aussagt, das erfährst du in meinem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses wichtige Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Plejaden. Wenn du dich dafür interessierst, darfst du gerne den Link unter dem Video anklicken. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser großen Veränderung, die dieses Jahr beginnt, wenn Pluto in den Wassermann geht und das wird in drei Teilen geschehen. Das erste Mal geschieht es am 23.03.23. Wir werden diesen Tag im Sinne der Astrologie betrachten, im Sinne der spirituellen Bedeutung und der Numerologie. Also die drei Themen werden wir haben. Und wir werden auch eine ganz wichtige Botschaft von Erzengel Raphael hören, der uns in die passende Energie dazu bringt und auch eine wichtige Botschaft für uns hat. Jetzt ist es so, nach rund 15 Jahren Aufenthalt im Steinbock beginnt 2023, also dieses Jahr, der allmähliche Übergang Plutos in den Wassermann. Das erste Mal am 23.03. Diese Zeit bis zu diesem Datum, also jetzt sind wir ja noch nicht am 23.03. in dem Moment, wo ich das Video für dich sende. Und in dieser Zeit ist alles im Umbruch. Es kriselt in den Chefetagen, die Chefs, also nicht nur in den Firmen, nicht nur in den Städten, sondern auch in den Regierungen. Also praktisch alles, was in der Chefetage ist, wird in Frage gestellt, wird genau angeguckt und es wird bei manchem der Sinn kommen, ob er nicht vielleicht doch auch zurücktreten sollte, aber sich jetzt noch sträubt, nicht loslassen möchte und dann hin und her gerissen ist und kämpft. Das alles ist sehr intensiv jetzt zu spüren. Es geht den Chefs an den Kragen, die die ganze Zeit nicht Gutes für uns getan haben oder falsche Entscheidungen getroffen haben. Und da gibt es einige, denke ich. Das alles wird sich zuspitzen und wenn dann am 23.03. die Wassermann-Energie zu uns kommt, kommt ja vieles ins Laufen und dann werden wir stark. Wir, das Volk, sage ich mal, werden ab diesem Datum stärker, als wir es jetzt schon sind, denn wir bekommen Unterstützung durch die Wassermann-Energie. Es ändert sich auch sehr viel durch den Wassermann im Internet, in den sozialen Medien. Es wird so viel mehr neue Möglichkeiten geben, wie wir uns über das Internet zusammentun können, über andere Plattformen, über Dinge, die wir jetzt uns noch gar nicht vorstellen können. Auch das beginnt jetzt, es beginnt. Es heißt nicht, dass sofort am 23.03. auf einmal ganz anders ist. Es beginnt vielmehr ein etwas Neues in diese Richtung. Und der Pluto hat ja auch drei Abschnitte, bis er ganz 2024 dann im Wassermann sein wird. Und so geht es also dieses Jahr hin und her. Und es ist nicht einfach, durch diese Energien wirklich auch gut durchzukommen. Man muss sich so ein bisschen auch wappnen. Und deswegen ist dieses Video entstanden, damit wir Bescheid wissen, dass wir wissen, das ist der Einfluss der Energien der Sterne und was hier geschieht, kann letztendlich in ein wirklich sehr gutes, positives Endergebnis hineinsteuern. Und wenn man das weiß, dann ist es schon mal alles ganz anders und leichter durchzustehen. Das, was jetzt hier auf der Erde geschehen kann, weil es betrifft jetzt nicht nur uns, sondern es betrifft auch die Regierungschefs anderer Länder, da beginnt einiges zu wackeln, einiges sich umzustrukturieren und wir können gespannt sein, wie viele von diesen Menschen das erkennen und dann auch die Verantwortung übernehmen und tatsächlich zurücktreten. Es hat ja schon ein bisschen angefangen. Viele sträuben sich noch,
Also wir können gespannt sein. Und unsere Kraft aber, die ist da. Unsere Kraft wird immer stärker werden. Und ihr wisst ja auch, dass dieses Jahr sehr viele Menschen erwachen werden. Das hat die geistige Welt immer wieder betont. Und das ist etwas, woran ich mich jeden Tag freuen kann, wenn ich daran denke. Es ist jetzt auch so, dass nicht sofort der ewige Weltfrieden kommt. Und es ist auch nicht so, dass das sofort alles in Chaos verfällt, sondern es wird so hin und her uns ja werfen und von den Gemütsschwankungen, von toller Freude oder Niedergeschlagenheit wird alles dabei sein. Aber das gehört einfach dazu, da müssen wir jetzt dieses Jahr mal durch und das werden wir auch leicht machen, denn wir möchten ja auch, dass es gute Veränderungen gibt und dass man auch erkennt, dass dieser Krieg, so wie er jetzt geführt wird, überhaupt keinen Sinn hat. Ja, es ist einfach das, was hier veranstaltet wird, das geht nicht so weiter und das wird sich auch alles in Frage stellen. Das heißt, wir bekommen neue Ideen, neue Schwerpunkte und die Ungerechtigkeit und Ungleichheit wird sich auch immer wieder mehr auflösen. Da ist etwas im Gange, was uns Freude bringen wird. Wir bekommen eine Erneuerung auf vielen Ebenen und wir bekommen Vernetzungsmöglichkeiten, die wir sonst noch nie hatten und vielleicht auch noch gar nicht kennen. Es ist sehr viel im Umschwung und wird uns eine wundervolle Energie bringen. Es liegt an uns, dass wir das unterstützen mit unseren Worten, mit unseren Gedanken, dass wir immer wieder in das Positive gehen, egal wie viel Negatives draußen ist. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder dieser Angst entziehen, weil die ist im Kollektiv, sie ist einfach da. Und viele Menschen sind noch nicht so stark, noch nicht so weit, dass sie das wissen und sind in dieser Angst gefangen. Und das ist das Gefährliche oder das Schwierige, weil diese Menschen auch immer wieder Angst produzieren und dadurch ist die Angstenergie einfach hier. Und das heißt für uns energetisch reinigen, so wie wir es im Webinar mit Erzengel Michael gelernt haben. Und ich habe schon so tolle Rückmeldungen bekommen. Die sind einfach wunderbar, dass die Menschen, die krank waren, beim Arzt dann waren und es wurde gesagt, was ist nur los? Du bist auf einmal ganz anders. Du bist ja schon fast gesund. Und das kam durch diese Techniken, die wir in dem Webinar gelernt haben. Ich habe erst heute so ein Gespräch geführt und das fand ich richtig schön, dass man das dann auch noch auf Ärzteebene feststellt und natürlich sich nicht vorstellen kann, woher das plötzlich kommt, so eine Veränderung. Also das heißt, wir haben spirituell ganz viele Unterstützung und werden gut durch diese Zeit hindurchkommen, wenn wir diese Unterstützung annehmen und anwenden werden. Also ich habe schon gesagt, die Staatsformen und Hierarchien werden von uns immer mehr in Frage gestellt werden. Und das ist wichtig, denn nur so kann die Veränderung kommen. Und das heißt also, wir können gespannt sein. Und es betrifft jetzt auch nicht nur die Chefs der Regierungen, sondern auch die Chefs der Firmen, die ja über die Regierungen bestimmen. Das, glaube ich, wissen immer zurzeit alle. Denn letztendlich sehen wir ja, was hier verzapft wird. Das ist nicht im Sinne vom Volk, sondern das ist meistens im Sinne von großen Firmen. Und das kann nicht sein, das kann so nicht weitergehen. Also diese Energie steht uns zur Verfügung und durch die Wassermann-Energie haben wir auch Kraft, da gemeinsam besser noch, besser dagegen zu wirken. Und das macht mich jetzt richtig froh. Und jetzt schauen wir mal an die spirituelle Bedeutung und auch die numerologische Bedeutung. Denn wenn man jetzt die Zahlen zusammenzählt vom 23.03.2023 kommen wir auf die 6. Und die 6 ist die Zahl für Harmonie, die Zahl für die Familien, für die Verantwortung, den Dienst am Nächsten und Pflege und innere Stabilität. Das ist die numerologische Bedeutung. Das heißt also, wir streben nach einer stabilen und harmonischen Umgebung. Und das ist genau das, was jetzt am 23.03. intensiv zu spüren ist und uns hilft. Und wenn wir jetzt die spirituelle Bedeutung anschauen, auch von der 6, dann haben wir, die 6 steht so im Kreislauf des Lebens und unterstützt die Verbindung
ins Göttliche, also zu den kosmischen Kräften. Und kosmische Kräfte bedeutet ja nichts anderes als Engel. Und natürlich Gott sowieso. Aber Engel, Sternenfreunde, also alles, was an lichten Wesen im Kosmos ist, diese Verbindung ist an dem 23.03. besonders stark. Also vielleicht könnt ihr ja an diesem Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht, wenn ihr channeln könnt selbst oder lernt es bis dorthin. Es gibt bei uns auch viele Ausbildungen zum Channeln lernen. Macht ein Webinar, um mit den Wesen zusammen zu sein. Wir haben ja jetzt das Raphael-Webinar und da bekommen wir ja heute auch eine Botschaft von Erzengel Raphael. Also die Zahl 6 öffnet unseren Kanal noch mal mehr, um mit den geistigen Wesen zu kommunizieren. Und das ist etwas sehr Schönes. Und die 6 wird auch oft mit der Seele in Verbindung gebracht und in der Begleitung auf unserer Reise ins Erwachen. Das heißt, sie fordert uns auf, unsere spirituellen Fähigkeiten zu entfalten. Und das ist ja das Weiterkommen, das ständige Wachstum, das ist diese Grenzenlosigkeit, die wir überall im Universum finden, aber nur nicht auf der Erde, weil wir uns ja auf der Erde immer selbst begrenzen. Und an diesem 23.03. haben wir die Chance, da ganz viel nochmal jeder für sich persönlich zu wachsen. Und vielleicht könnt ihr ja auch eine intensive Meditation machen, eine Reise zu eurem Selbst, um einfach zu sehen, wie weit bin ich, welche Engelwesen sind bei mir, wie geht mein Weg weiter. Also dieses Datum, der 23.03., ich lege es euch so sehr ans Herz, genießt diese Energien, tankt ganz viel Energie für euch auf und nutzt die dann für die kommende Zeit, weil das Jahr wird uns, hab's ja vorhin schon gesagt, noch oft hin und her beuteln und wir brauchen Kraft, damit wir da gut durchkommen. Und wir werden uns gegenseitig Kraft geben, auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz sicher, weil die Wassermann-Energie uns dabei auch so sehr gut unterstützt. Und jetzt freue ich mich so sehr auf die Botschaft von Erzengel Raphael. Und was ich noch sagen wollte, ihr könnt uns auch auf Odyssee abonnieren oder ihr könnt auch unseren TikTok-Kanal anschauen oder auch den Telegram-Kanal. Überall dort sind wir vertreten und schaut mal rein, abonniert uns dort und unterstützt uns. Und natürlich auch hier auf YouTube, wenn dir das Video gut gefällt und du immer so gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann wäre es gut, wenn du gleich informiert wirst. Ja, und jetzt fangen wir an mit Erzengel Raphael. Ich habe hier, wo habe ich es denn hingestellt? Genau hier, das Aura-Spray. Da ist ganz viel Heilung drin. Ich sprühe mich jetzt mal ein, um mich in die Energie schon hineinzubewegen und schicke auch ein bisschen zu euch rüber. Ich weiß, dass viele von euch das fühlen und rufe jetzt Erzengel Raphael. Geliebte Herzensmenschen, geliebte Lichtmenschen, voller Freude spricht Erzengel Raphael heute zu euch. Und so möchte ich dir bekunden, dass ich dich so sehr liebe und dass ich jetzt in diesem Moment meine Flügel über dich ausbreite, um dir zu sagen, dass du niemals alleine bist und dass die Hilfe und der Schutz der geistigen Welt immer bei dir ist. Und so weiß ich, dass du in diesen Zeiten vieles erleben wirst. Und ich weiß auch, dass du all dies gut durchstehen wirst. Denn wenn du mich rufst, werde ich zu deiner Seite stehen. Vieles ist in der großen Veränderung
und vieles, was bei euch auf der Erde gesagt wurde, konnte als Lüge entlarvt werden. Und ihr Menschen, ihr Lichtmenschen, ihr habt ein gutes Gespür dafür bekommen, um zu wissen, ob das eine Lüge ist, was gesagt wird, oder ob es die Wahrheit ist. Aus diesem Grunde bin ich sicher, dass ihr alle den richtigen Weg gehen werdet. Und damit meine ich den Weg des Lichtes. Und völlig egal, was im Außen geschieht, wichtig ist, dass du selbst für dich in deinem Herzen und in deiner Seele weißt, dass du dort die größte Kraft hast, dass dort deine Liebe und dein Licht wohnen, dass dort dein göttliches Licht leuchtet, welches dir den Weg zeigt, wie du durch diese Zeit gut durchkommst. Und vergiss nicht, du bist viel stärker, als du meinst, denn du bist hierher gekommen, um zu helfen und zu unterstützen. Und so werdet ihr alle die nötige Kraft haben und noch viel mehr Kraft haben, das zu ändern, was geändert werden muss. Ihr werdet euch zusammenschließen und selbst die Richtung anweisen, die gegangen werden soll. Viele eurer Chefs werden erkennen, dass sie so nicht weiterkommen, denn sie werden noch vieler Lügen entlarvt werden, die sie die ganze Zeit verheimlicht haben. Es wird noch viel mehr ans Licht kommen. Und so werden eure Chefs, viele von ihnen nicht mehr in der Lage sein, ihre Stellung zu halten. Dadurch ergeben sich bestimmte Änderungen. Und das, was die Gegenseite plant, wird zusammenfallen. Ihr werdet in dieser Zeit unsere besondere Aufmerksamkeit bekommen und intensiv unterstützt werden, denn wir wissen, auf was es darauf ankommt. Und so verzage nicht, sondern erkenne deine große Kraft, die du in dir trägst. Erkenne das Licht in dir und schreite mutig voran, denn du selbst hast es in der Hand und kannst bestimmen, wie das Leben hier auf der Erde sein wird. Und du weißt, dass ihr sehr viele seid. Und diese vielen haben viel mehr Kraft als die einigen wenigen. Und so wird sich das Gleichgewicht wiederherstellen. Auch wenn es nicht sofort geschieht, wird es sich wieder in die göttliche Ordnung einklinken. Ihr befindet euch in der Zeit des großen Umbruchs und da gehört es dazu, dass sich einige Türen schließen, damit sich die neuen öffnen können. Und Erzengel Raphael weiß, dass du ganz tief in deinem Herzen dies verstehst und dass du auch ganz tief in deinem Herzen fühlst, dass du die Kraft hast, den Weg weiterzugehen. Und so ein jeder Einzelner von euch zu dem Großen und Ganzen beitragen wird. Damit du meine Liebe spürst, lege ich nun meine Hand auf dein Herz und gleichzeitig die andere Hand auf deinen Rücken. Und so lasse ich dir meine Liebe spüren
Die Liebe, die alles heilt. Die Liebe, die alles, was nicht in Ordnung ist, in die Ordnung bringt. So nimm dir nun ein wenig Zeit und genieße, was jetzt für dich geschieht. Denn es geschieht in der höchsten Liebe, in dem höchsten Licht, extra für dich. Ich bin Erzengel Raphael, der Engel der Herzen, und so heile ich auch jetzt in diesem Moment dein Herz von den Dingen, die dich verletzten, von den Dingen, die dir wehgetan hatten. All dies nehme ich dir, um dir zu zeigen, was für ein wunderbares Wesen du bist. Und so hülle ich dich in meine Energie ein und ich sage dir, nutze diese Zeit, um deine spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln. Denn gerade jetzt wirst du sehr gebraucht. Die geistige Welt, sie braucht dein Licht. Die Menschen, sie brauchen deine Unterstützung. Und gemeinsam wird daraus etwas Wundervolles entstehen. Und das ist das, warum du auf die Erde gekommen bist, um dieses wundervolle Schöne entstehen lassen zu können. Und so falte nun deine Hände und halte sie vor dir hin und spüre, wie die Energie durch dich strömt, wie deine Hände heiß werden. Fast wie wenn Elektrizität durch dich hindurchfließen würde. Lass es geschehen, denn Erzengel Raphael erhöht jetzt deine Energie. Ich erhöhe deine Energie auf das höchste Niveau, was du in diesem Moment erreichen kannst. Und so erlaube dir, dass dies geschehen darf. Und so fließt die Energie und Liebe und das Licht von Erzengel Raphael durch dich hindurch, um dir zu sagen, du bist geschützt und geliebt. Du bist das Wertvollste, was es gibt. Und so verabschiede ich mich von euch voller Liebe. Und sage die Worte Smarana und hülle dich in den Mantel von Smarana ein, der dich schützen wird in deinem Sein. Ich danke Erzengel Raphael für deine Worte, für deine Liebe. Und ich danke dir, jedem Einzelnen von euch, dass wir zusammen diese Botschaft hören durften. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit jetzt wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da.
Ich wünsche dir eine schöne Zeit, ganz viel Kraft, ganz viel Licht, ganz viel Liebe. Wir sehen uns zum nächsten Video. Eine Herzensumarmung für dich.